Meine Damen und Herren, guten Abend Ihnen allen. Es ist ein ereignisreicher Nachrichtentag. Wir werden ihn in den nächsten 20 Minuten für Sie sortieren. Christine, zunächst mal ein großer Tag für den Fußball in Deutschland. Absolut richtig. Riesenerleichterung beim Deutschen Fußballbund über den Zuschlag, Gastgeber der EM-Endrunde 2024 sein zu dürfen. Nach einer klaren Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees mit 12-4 Stimmen für Deutschland gegenüber der Türkei. Und vielleicht wird es ja hierzulande wirklich ein Sommermärchen. Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest feiern bei uns in Deutschland. Und wir sind sehr gastfreundlich und offen. Und das wollen wir 2024 auch wieder zeigen. Ein Fußballfest soll das also werden 2024. Und besonders freuen können sich diese Städte. Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen, Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und München. Alles Spielorte beim Turnier. Die Details rund um die Entscheidung jetzt von Nils Kaben. DFB-Chef Grindel und sein Botschafter Lahm freuten sich eher zurückhaltend, nachdem die deutsche Bewerbung, bei der sogar Uwe Seeler sinnbildlich in die Zukunft geguckt hat, erfolgreich war. Wir haben gerade gehört, dass wir mit 12-4 Stimmen eine deutliche Mehrheit bekommen haben. Das zeigt das Vertrauen in unsere Organisationskraft. Das zeigt aber auch, dass unsere Bewerbung großen Anklang gefunden hat. Auch für den Bundestrainer Joachim Löw war der EM-Zuschlag in der UEFA-Zentrale am Genfer See ein Meilenstein für den deutschen Fußball. Ich glaube, dass es eine große Motivation auslöst bei Fußballern, bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Leuten, die vielleicht 16, 17 sind, irgendwie da dabei zu sein. Und wer schon mal ein Turnier wie ich auch im eigenen Land erlebt hat, der weiß, was es bedeutet. Die Türken hatten sich schon zum vierten Mal beworben. Sind vor allem wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation auch diesmal nicht zum Zuge gekommen. Für den DFB und seinen Präsidenten bedeutet der EM-Zuschlag 2024 auch sowas wie eine Atempause nach dem WM-Desaster im Sommer und all den dazugehörenden Affären. Und ich werde jetzt mich an die Sachthemen machen, wie das übrigens auch unsere Landesverbandspräsidenten und die Bundesliga erwartet. Die finden nämlich die Personaldiskussion völlig überflüssig, wollen das auch, dass das aufhört und erwarten von mir, dass ich mich an die Sachthemen mache. Und genau das ist auch mein Ziel und ich bin auch ganz sicher, dass alle im DFB da mitziehen werden. Auch für Löws Nationalmannschaft ist die Entscheidung für Deutschland ein gutes Signal aus der UEFA-Zentrale. Markus Harm hat den Tag bei der UEFA für uns verfolgt. Markus, guten Abend. Kann man denn sagen, was den Ausschlag gegeben hat für Deutschland? Ja, die UEFA hat verkünden lassen, dass die Deutschen eine exzellente Bewerbung abgegeben haben und sie haben vor allem mit wirtschaftlichen Faktoren überzeugt. Sie haben 300.000 mehr Sitzplätze zum Beispiel als die Türken und die Türken wurden schon im Evaluierungsbericht klar kritisiert. Das Thema Menschenrechte wurde als problematisch beschrieben, auch das Thema Wirtschaft und die wirtschaftliche Lage in der Türkei natürlich und deswegen haben die Deutschen damit eindeutig überzeugen können. Das war auch ein schicksalshafter Tag für den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Wir haben es gerade kurz gesehen. Der dürfte aufgeatmet haben, oder? Ja, er hat auf jeden Fall aufgeatmet und natürlich ist es jetzt so, wie es eben dem Bericht schon anklang, eine Atempause. Aber die internen Querelen gehen natürlich weiter und da muss man jetzt im DFB Aufarbeitung leisten. Warum gibt es intern so viele Querelen? Warum diese E-Mail-Affäre? Warum die vielen Gespräche? Warum diese Özil-Diskussion? Da wird man mit Sicherheit jetzt nochmal die Köpfe zusammenstecken und intern aufarbeiten, was da los gewesen ist. Und Reinhard Grindel wird im aktuellen Sportstudio am Samstag Rede und Antwort stehen. Da wird er natürlich auch über all diese Themen reden. Markus, vielen Dank.